Wir haben hier unser Pferd Belinda. Das Pferd gehört dem Museum, ist vom Förderverein gestiftet worden. Und wir müssen sagen, ist ein Pferd, was man ja sehen kann, sehr ruhig, sehr brav ist. Können wir also auch mittlerweile sagen, bleib mal stehen, und die bleibt stehen, so dass wir auch ein Schwätzchen zwischendurch halten können. Was ja auch sehr wichtig ist, wenn Besucher uns ansprechen. Besucher wollen ja immer etwas wissen über unsere Tiere. Belinda ist mittlerweile 11 Jahre alt und als Arbeitspferd eins der besten, wo ich überhaupt bis jetzt mitgearbeitet habe. Wenn auch viele Leute meinen, im Winter wird weniger gearbeitet und weniger gemacht, das trifft hier nicht zu. Wir haben ein Pferd, wir haben sehr viel Wald, der also schonend bearbeitet wird. Wir rücken also auch mit unserem Pferd, damit die also die Knochen auch von dem Pferd, genauso wie unsere, nicht einrosten in der kalten Jahreszeit. Dann fahren wir Holz, wir rücken Holz, damit also die Tiere auch im Winter gleich in Bewegung sind, so wie im Sommer. Im Sommer haben die mehr Auslauf auf der Wiese und im Winter holen wir die raus dann mehr zum Arbeiten.